Hallo, heute baue ich ein Insektenrollo für ein Schrägfenster ein, Dachschrägfenster. Hier habe ich schon mal alles ausgepackt. Das ist ein Insektenrollo von Insetto. Das ist schon teilweise vormontiert und natürlich zugeschnitten. Hier sind die einzelnen Teile, die Anleitung. Da das Rollo vormontiert ist, muss ich erst ab Punkt 12 etwas machen. Die restlichen Punkte wurden schon erledigt. Und das ist jetzt das Einschrauben von zwei Madenschrauben. Hier rein. Das ist so eine Madenschraube hier. Ups, ein ganz kleines Ding. Das kommt dann da drauf. Das geht nur von einer Seite. Und dann muss man von innen das hier reinschrauben. So, bei Punkt 15 muss man jetzt die passenden Sockelpaare zusammenfügen. Und da gibt es SX und DX. Jetzt nehme ich die beiden DX und stecke die zusammen. Also da steht auf beiden DX drauf. Muss man gucken, wo. Hier zum Beispiel. Und hier passen die offensichtlich zusammen. Durch mal zusammenstecken einfach. So, fertig. Das gleiche mit dem anderen Teil. Bei Punkt 16 kommen wieder die Madenschrauben zum Einsatz. Die kommen hier in dieses Loch in der Mitte rein. Hier werden die Sockel reingesteckt. Ich habe hier schon mal einen genommen und rumprobiert, welcher jetzt wohin rein muss. Irgendwie steht jetzt nicht, wo vorne und wo hinten ist, aber so scheint rein zu passen. Kommen diese Teile rein. Das sind die Haltestifte, in denen man nachher das Fliegenrollo an dem Fensterrahmen hier befestigt. Und die müssen wir jetzt hier reinschieben. Ich habe erstmal gucken müssen, wie das da reingeht. Ist aber kein Problem. Man soll ungefähr 20 cm vom Ende und vom Anfang jeweils so ein Stift reinschieben. Und am besten genau abmessen, weil das später zu ändern wird schwierig. Jetzt werden die Führungsschienen, die seitlichen Führungsschienen und der Rollokasten zusammengefügt. Das habe ich schon da vorne gemacht. Da steckt man einfach für dieses weiße Teil, wo wir die erste Madenschraube reingeschraubt haben, hier rein. Ja. Und dann schraubt man das Ganze fest. So, jetzt sind beide Madenschrauben festgeschraubt. Jetzt stecke ich das Abschlussprofil in die Seitenschienen und mal sehen, was dann passiert. So, jetzt ist fast drin. Ich habe mich schon mal verletzt jetzt, weil ich den Finger hier dazwischen gesteckt habe. Aber das geht schon. Da vorne ging ganz einfach. Und jetzt muss man wieder die zwei Madenschrauben festdrehen. Jetzt ist die Abschussschiene auch festgeschraubt. Ich habe so weit geschraubt, bis man hier so ein kleines Hügelchen sieht. Jetzt ziehe ich die Bürstendichtung ein. Ich habe das einfach hier reingeschoben, dann um die Ecke gezogen dort. Hier meist genauso. Jetzt drücke ich diese Bürstendichtung rein. Das funktioniert nicht wirklich gut. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie. Man nimmt dieses Eindruckwerkzeug, das die mitgeliefert haben, und tut es genauso verwenden. Den unteren Teil steckt man so schief rein, damit er schon drin ist, und den oberen tut man dann so reindrücken. Jetzt bin ich fertig mit dem Rollo. Ich habe sie auch schon runtergezogen, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Jetzt bohre ich die Löcher. Dazu habe ich erstmal hier die Abdeckung an der Seite abgenommen. Da hinten, da ist die Dampfbremse. Und die darf ich nicht beschädigen. Deswegen habe ich das abgenommen, damit ich es ein bisschen sehen kann. Hier habe ich auch schon mal das erste Loch gebohrt. Mit einem 6er Bohrer, weil ich keine 6,5er habe. Und jetzt versuche ich es gleich mal mit einem Gummihammer da reinzukriegen. Ich habe hier dazwischen so ein Brett gehalten, damit ich die Dampfbremse nicht beschädige. Jetzt sind alle vier Dübel drin. Gleich werde ich mal probieren, das Ganze reinzustecken.
Es hat geklappt. Ich habe also richtig gemessen und alles ist drin. Jetzt ziehe ich das mal nach unten. Eigentlich sollen wir es mit zwei Händen nach unten ziehen. Ich mache es mal jetzt mit einem, damit ich filmen kann. Man zieht einfach nach unten, das Ganze nach unten, bis es Klick macht und lässt los. Fertig. Perfekt. Und wenn man es wieder hoch machen will, einfach ein bisschen nach unten drücken. Vielleicht nicht loslassen, weil sonst schnell es nach oben, auch wenn ich eine Bremse habe. Aber ich mache es lieber langsam. So, jetzt ist es fertig. Super.